Kinderwunschpaare, die ihre Reise bei uns beginnen und einen IVF-Behandlungszyklus machen, hoffen, dass sie gleich schwanger werden. Das hoffen wir natürlich auch. In der Tatsache ist jedoch die Schwangerschaftsrate von vielen Faktoren abhängig, abgesehen von Indikation und individuellen Befunden, natürlich auch vom Alter des Paares. Hier gibt es natürlich sehr große Unterschiede, die vielen Paaren aber nicht bewusst sind. Wir haben in einer aktuellen Umfrage des Kinderwunschzentrums abgefragt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ein Paar selbst eincheckt, eine Schwangerschaft zu erzielen und wie viele Versuche notwendig sind, so im Schnitt. Und hier war doch eine sehr große Überraschung, dass doch vor allem ältere Paare ihre Chancen deutlich überschätzt haben und die Anzahl der notwendigen Versuche deutlich unterschätzt haben. Natürlich ist für uns auch das Bestreben da, dass möglichst viele Paare beim ersten Versuch schwanger werden, aber das ist nicht die Realität. Nicht umsonst zahlt der IVF-Fonds oder unterstützt der IVF-Fonds 4 Versuche, damit eben auch die Chance bei weiteren Versuchen durchaus möglich und da ist, eine Schwangerschaft zu erzielen. Wir haben aus diesem Grund auch unser Kompetenzzentrum für Einnistung, unser Einnistungszentrum gegründet, weil wir eben Paaren genau hier Unterstützung bieten wollen. Auf der einen Seite geht es darum, dass man ab dem zweiten, spätestens dritten IVF-Versuch nicht einfach weitermacht und weitere Versuche macht, sondern möglichst bald auch eine Abklärung macht. Eine Abklärung, ob vielleicht andere Faktoren mit eine Rolle spielen, die halt auch für die Einnistung eine Rolle spielen. Das können Faktoren der Gebärmutter sein, das können aber immunologische Faktoren sein, etc. Und hier gibt es ganz tolle neue Untersuchungsmöglichkeiten. Und nicht nur Untersuchungen und Abklärungen, sondern in weiterer Folge natürlich auch Therapieansätze. Das heißt, wir versuchen dann, diesen Paaren bei weiteren Versuchen auch zusätzliche Therapien anzubieten, um die Schwangerschaftsrate zu erhöhen und zu verbessern. Mir ist es wichtig, dass Paare nicht zu früh aufgeben. Mir ist schon bewusst, dass Versuche immer eine große psychische, körperliche und finanzielle Belastung darstellen. Aber dennoch ist es schade, vor allem wenn wir wissen, dass Paare bei weiteren Versuchen ein Kind bekommen könnten und wir sehen dann einfach, dass Paare zu früh mit der Behandlung aufhören und damit sich selbst diese Chance auf ein Kind nehmen.